Hallo Freunde. Der Kameramann ist extra mit dem Fahrrad hierher gekommen. Eine sehr lange Anreise. Und deswegen machen wir heute nochmal so ein kleines Spaß- und Schusstestvideo, obwohl ich glaube, die Knarre hat man damals schon mal getestet. Aber wo ich damals diesen Gürtel vorgestellt habe, das wurde ja gestreikt. Obwohl es kein verbotenes Symbol oder ähnliches ist, habe ich nicht begriffen, woran das lag. Also das ist. Ich wollte bloß noch mal kurz vorführen, die ganze Sache. Das gehört eigentlich hier dazu. So war das früher original. So, das Koppel. Nicht Gürtel, ist ein Koppel. Da können wir das noch mal ganz kurz präsentieren, wie das damals so mit dieser Riesentasche gedacht war. So. Na, das kannst du dir hier so schön umschnallern. Oh, ich habe abgenommen. Echt jetzt? Das ist ja natürlich auch kein Original. Mein Vater hatte mal ein Original. Hat das sich irgendwo eingetauscht zu tiefsten Ossi-Zeiten. Ich weiß gar nicht, was der dafür hergeben musste. So, zack, wir zeigen das mal ganz kurz hier. Das ist bloß die sogenannte Fangschnur. So, die wurde an der Uniform befestigt. Muss man sich irgendwie so vorstellen. Wurde hier hinten eingeklinkt. Deswegen ist hier so ein kleiner Karabiner dran. So, das hat die Waffe gegen Verlust gesichert. Ich habe nochmal einen kleinen Karabiner nachgerüstet. Die Knarre kennt ihr alle. Ich habe übrigens nicht die Metallausführung. Die Metallausführung hat damals bloß 5 Euro mehr gekostet oder 10 Euro. Insgesamt ist das so diese 100 Euro Preisklasse. Umarex wurde schon so oft gereviewt. Brauchen wir, glaube ich, darüber nichts mehr sagen. Wer Spaß haben will, kauft sie sich einfach. So, bei mir. Also so wurde es damals getragen, an der Uniform befestigt, unter die Schulterklappe. Ich habe es jetzt bloß ein bisschen verknuschelt hier, ist eigentlich ein bisschen falsch rum. Die Tasche kann man natürlich schließen mittels diesem Knopf. Alles selbst gebastelt, habe ich schon mal gezeigt. Du drückst eigentlich hier auf den Knopf drauf, dann springt die auf, die Knarre kommt ein bisschen hoch. Alles selber gebastelt. So, dann hast du hier vorne das Magazin drin, ganz wie original auch gewesen ist. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Putzstock, siehst du? Klemmt ein bisschen, das Leder ist noch ziemlich eng. So, Umarex kennt ihr alle. Jetzt würde ich mal fast sagen, das war keine volle, die drin war. So, ganz normal hier rein. Und dann könnt ihr Spaß haben. Oh, du, die Hitze, die ist. Ich entschuldige mich, die Hitze wieder, die ist barbarisch. Wir haben da hinten mal so aus Spaß mal so einen kleinen Kasten befestigt. Der Pfosten, der wurde gestern schwungvoll in den Boden gerammt. Der ist so hart, tiefer geht's nicht. Mit dem kleinen Hammer. Der musste übrigens fachmännisch unten verjüngt werden. Das habe ich mühsamst ringsrum eingesägt, verjüngt, mit dem Stechbeitel bearbeitet. Ja, dann haben wir da unseren alten Kasten befestigt. Aber ich würde ganz straff sagen, hier ist nicht aufgeladen. Genau, das wäre auch gar nicht gut. Ihr wisst, diese CO2-Kartuschen, die müsst ihr entleeren und nicht schussfertig in der Waffe lagern. Also das wäre eine ganz schöne Belastung für die Knarre. So, Munition ist eingefüllt, sehe ich gerade. Jetzt, so, wir werden das Ding mal aktivieren. Ich würde sagen, die war neu gewesen. Ja, hatte ich damals schon vorbereitet. Ja, dazu ist eigentlich auch weiter gar nichts zu sagen. Das wurde schon unzählige Male in irgendwelchen Videos präsentiert. So. Immer noch dicht, wa? Naja, wollen wir mal gucken, ob es blinkt. Ui. Also das trifft man schon. Ach, das sind ja bloß 7 Meter oder so, man kann nur einen Schritt weiter weggehen. Also so einen Kasten zu treffen, ist damit kein Problem. Aber jetzt auf eine blöde Zielscheibe dann die 10 treffen zu wollen, das ist, glaube ich, Blödsinn und macht überhaupt keinen Fun. Also wir schießen immer auf dieses Blechdingens, dann klappert es einfach. Da ist dieses 15x15 oder 20x20, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Man trifft schon. Also mit dem Ding kannst du viel Spaß haben. Was habe ich mir damals dabei gedacht? Das sollte eigentlich so irgendwie wie das Vorbild sein. Und dann kannst du eben diese Tasche
diesen Anschlag schafft. Ja, dafür ist die Fangschnur. Da weiß man es mal. Hast du die Hände frei. Dann kannst du das hier rausziehen, das Ding. Ja. Der Kasten war damals auch selber gebastelt. Dem Original nachempfunden, ziemlich frei, aber im Großen und Ganzen sieht es auch so aus. Nur der Verschlussmechanismus ist eben nur nachempfunden, sagen wir es ganz ehrlich. Aus einfachsten Baumarktutensilien gebastelt, schnapperst hier unten rein, zack, hält das Ganze ein bisschen auf Spannung. So hat das damals ausgesehen. Und dann konnte man eben für den genauen Schuss ein bisschen gemütlich zielen. Und dann kann man eben so wie beim Original mit Anschlagschaft schießen. Ah, es ist schon längst alle. Ja, das ist eben der Nachteil. Der Munitionsvorrat ist erschöpft. Und so hat das in Wirklichkeit damals funktioniert. Ne? Okay, mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, warum man wegen dem blöden Emblem dann so ein Tamtam gemacht hat. Das ist kein verbotenes Symbol. Wir sagen es nochmal für YouTube, für die KI. Das ist kein verbotenes Symbol. So, verstehe ich nicht, was damals hier los war. So, alles wieder demontieren. Das war eben, wenn man das originalgetreu ein bisschen gestalten will, um die Funktion nachzuempfinden für den Sammler, sage ich jetzt mal, ist es, glaube ich, einfacher. Man baut sich den Holzkasten selber. Was mühsam ist, aber deswegen jetzt doch kein Original kaufen. Und das Original wäre auch nicht mit der Aufnahme hinten kompatibel. Der Griff ist übrigens auch aus Holz selbst gemacht. Schlitzschraube schön eingesetzt. Beim Original ist übrigens die Schlitzschraube hier unten die einzigste Schraube, die die ganze Knarre zusammenhält. Wenn man die löst, ab dann kann man die Waffe zerlegen. Das ist so ein lustiges Detail. So, selbst geschnitzt, selbst eingesägt, die Rillen. Und kannst du ja mal hier hinten, das ist ja das Verschlusssystem hier, was ich mir selber ausgedacht habe. Das sind, wie soll man das nennen? Das ist von Taschen, wo der Schnapper rüberkommt, um eine Schließe von der Tasche, sagen wir mal so. Und daraus habe ich mir selber überlegt, hier unten noch ein bisschen eingefräst, damit das dann eben so passt. Ja, das war's. Genau, alle. Damit ist eben alles gesagt. Ja, selbst gebastelt, selbst angefertigt. Fertig. Tschüss, Freunde, so könnt ihr Spaß haben im Garten.